Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Und Leute, schaut euch das an. Mein neues Schreibtisch-Setup wird so langsam vollständig. Ich zeig's euch mal. Hier mein Studio-Display ist jetzt endlich da von Apple. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Die Farben sind so krass. Die Qualität ist so gut. Hier ist jetzt mein Laptop. Das ist leider noch mein alter Laptop. Der MacBook, der kommt in 2 Tagen wahrscheinlich. Und es ist ja schon hier richtig hier mit der Tastatur. Das ist schon ein ganz anderes Level als mit diesem kleinen Laptop. Ohne Witz, da macht das Arbeiten richtig Spaß. Der ist sogar höhenverstellbar. Und diese Höhenverstellbarkeit hat mich 400 Euro gekostet. Das ist echt der Wahnsinn. Also da zockt Apple die Leute irgendwie ab. Aber es gibt halt so dumme Menschen wie ich, die das dann einfach kaufen. Naja, für 2000 Euro. Es gibt wahrscheinlich günstigere Bildschirme, die eine bessere Qualität haben. Aber hey, irgendwie will man dann doch alles von einer Marke haben, damit es einfach clean aussieht. Und gut miteinander funktioniert. Das Geile ist, der Sound ist einfach unfassbar gut. Ich mach das jetzt mal laut. Alter, ist das geil. Krass. So eine richtig krasse Soundqualität für einen Bildschirm. Also das sind keine Boxen, das ist nur der Bildschirm. Also das ist schon heavy. Kann man sich nicht beschweren. Mit 2000 Euro kann man natürlich auch ein bisschen was erwarten. Das stimmt natürlich. Und ihr habt es ja wahrscheinlich schon im Titel gelesen. In diesem Video rede ich mal ein bisschen darüber, wie ich denn Milliardär werden will, was mein Plan ist, ob ich denn überhaupt schon einen Plan habe. Und ich kann euch schon mal so viel sagen. Ich habe auf jeden Fall erstmal einen Plan für die nächsten paar Schritte. Aber ich habe noch keinen kompletten Plan, wie ich Milliardär werde. Aber jetzt, ich komme nämlich gerade aus dem Fitnessstudio, gibt es erstmal ein Rindersteak. Hier wird das richtig gute für Penny, 5 Euro Steak. Kann man machen. Schmeckt gut. Das brate ich mir jetzt erstmal. Und ganz wichtig, Leute, das Steak 15 Minuten vorm Braten salzen. Das ist nämlich bewiesen, da gibt es Studien dazu, dass das Steak dann deutlich mehr Flüssigkeit hält. Und nach dem Braten decke ich das auch nochmal für 5 Minuten ab und lasse es ruhen, damit sich die Fleischsäfte zurückziehen können. Und dann bleibt auch mehr Fleischsaft in dem Fleisch drin. Und somit ist es am Ende einfach viel saftiger und viel besser. So, die 5 Minuten sind rum. Jetzt decken wir das ganze Steak mal ab. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das schmeckt. Ja, ist fast schon ein bisschen zu durch, aber einen guten. Mhm. Ja, schaut schon gut aus, aber ein bisschen durch. Aber schmeckt gut. Und zum Essen gibt es jetzt natürlich noch meine Supplemente. Hier, Omega-3, dann so All-in-One. Vitamin D3, K2, ganz wichtig hier in Deutschland. Und Ashwagandha. Und ich kann mir zwar vorstellen, dadurch, dass ich durch die Carnivore-Ernährung so viel Nährstoffe habe, dass ich das vielleicht gar nicht brauche, aber ich mache es einfach mal. Doppelt hält besser. So, das ist jetzt echt eine Ansage hier. Das riesen Display, einfach nur geil. Komplett sauberer, cleaner Schreibtisch. Ich glaube, da macht das Arbeiten nochmal viel, viel, viel mehr Spaß. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Genau, und jetzt aber mal, wie habe ich geplant, Milliardär zu werden? Und ich habe ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wie ich aktuell mein Geld verdiene. Meine Hauptnahmequelle momentan ist meine eigene Agentur. Ich habe eine TikTok-Live-Agentur mit meinen beiden besten Freunden zusammen. Genauer gesagt haben wir sogar die größte Live-Agentur in ganz Deutschland. Und genau, das ist mein Haupteinkommen momentan. Und ich habe ja auch schon oft über das Thema Krypto gesprochen. Ich habe sehr viel Geld mit Krypto gemacht, Gott sei Dank, 2021. Und deswegen habe ich halt ein ziemlich großes Vermögen, was jetzt in Krypto steckt. Und da investiere ich auch jeden Monat und versuche das Vermögen natürlich größer zu machen. Und ich habe natürlich auch die letzten Jahre mit anderen Sachen Geld verdient. Ich hatte mal ein paar Kooperationen auf meinem TikTok-Kanal. Ich hatte mit Tabasco sogar eine Kooperation. Und ich war Livestreamer eine Zeit lang. Ich war letztes Jahr 4 bis 5 Monate durchgehend Livestreamer. Habe da wirklich 6 bis 8 Stunden jeden Tag gestreamt. Manchmal auch 10, 12 Stunden am Tag. Und da habe ich, glaube ich, in 4, 5 Monaten, ich glaube, das waren 35.000 Euro verdient. Also da habe ich mir auch ein bisschen was zusammengespart. Und mein aktueller Plan ist momentan, dass ich mit meiner Agentur plus geschicktes Investieren und nebenbei noch Trading. Ich bin nämlich gerade auch am Traden. Ich habe da ziemlich gute Profite bis jetzt gemacht. Also ich bin echt ziemlich im Plus. Ich habe noch laufende Trades. Ich glaube, ich mache auch mal ein Video über meine Trading-Erfahrung. Da bin ich noch recht neu. Genau, und in dieser Kombination Geld verdienen, Geld investieren, bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass ich in 1, 2, 3 Jahren ein Vermögen von mehreren Millionen Euro anhäufe. Vielleicht schaffe ich dieses Jahr noch die Millionen. Also weil das haben viele gefragt, bin ich aktuell Millionär? Ich bin aktuell tatsächlich kein Millionär, aber ich hoffe bald wieder. Ich war es ja schon mal mehr oder weniger kurz. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es die nächsten 1, 2, 3 Jahre ein paar Millionen werden. Dann ist natürlich die Frage, wie schafft man es dann von ein paar Millionen auf 10, 20, 30, 40 Millionen? Das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ich habe natürlich schon meine Gedanken. Ich habe ein paar Strategien, ein paar Ideen. Aber ich bin immer kein Fan davon, Ideen auszusprechen, die man noch nicht umgesetzt hat. Deswegen sage ich da noch nichts drüber.
Und das ist, glaube ich, auch so ein Tipp, wenn ihr irgendwas machen wollt, dann sagt nicht zu euren Freunden, zu eurer Familie, ich mache jetzt das und das, ich mache das und das. Oftmals kann das sogar negative Folgen haben. Oftmals versuchen euch die Leute es dann auszureden und die sagen, das wird eh nichts. Und deswegen empfehle ich immer, bevor ihr den Leuten irgendwie sagt, was ihr jetzt machen werdet, macht's erst. Macht's erst und dann, wenn es geklappt hat, dann könnt ihr das allen Leuten erzählen. Das ist, glaube ich, so viel besser. Und so mache ich das auch immer. Wenn ich irgendwas Neues plane, dann erzähle ich erstmal keinem davon. Dann mache ich das erstmal und wenn es dann läuft, dann läuft's. Und es ist, glaube ich, auch immer so eine Sache, keinen interessiert, was ihr machen wollt. Den Leuten interessiert nur das, was ihr macht und was ihr geschafft habt. Ergebnisse sprechen deutlich mehr als irgendwelche Taten. Deswegen zieht es einfach durch für euch, sagt es niemandem, zieht es durch, gebt Vollgas und die Ergebnisse sprechen dann am Ende für sich. Aber genau, das ist mein Plan. Wie gesagt, erstmal Agentur plus investieren. Jetzt ist ja gerade der neue Crypto Bull Run. Ich glaube, ich wollte auch mal ein Video darüber machen, was so meine Strategien im Crypto Bull Run sind. Da mal ein ausführliches Video. Wobei ich da natürlich immer ein bisschen vorsichtig bin, weil ich doch sehr riskante Strategien fahre und ich will jetzt niemanden dazu ermutigen, sein Geld da so hochspekulativ anzulegen. Aber hey, das ist meine Strategie. Und genau, da bin ich mir sicher, dass das dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr, ein paar Millionen werden können. Das ist so meine aktuelle Strategie. Und jetzt werde ich, glaube ich, erstmal hier ein bisschen arbeiten. Ich muss ein bisschen was tun für meine Agentur. Aber ich habe hier richtig Bock. Das ist so cool. Ich kann stehen an meinem Schreibtisch und vor allem, ich muss nicht mehr nach unten auf den Laptop gucken, sondern ich kann mein Bildschirm so einstellen, dass ich einfach nur geradeaus gucken muss. Das ist so geil. Also diese 400 Euro Höhenverstellbarkeit haben sich auf jeden Fall gelohnt, auch wenn es echt übertrieben ist. 400 Euro nur, damit ich den hoch und runter machen kann. Aber man muss sagen, es funktioniert echt richtig flüssig. Also das ist echt... Ja, Respekt an Apple, das haben die echt gut gemacht. Aber ich warte jetzt natürlich noch sehnsüchtig auf mein MacBook Pro. Ja, danach wird es nochmal deutlich besser. Aber ja, so ist es. Und jetzt gebe ich erstmal Vollgas. In dem Sinne, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr Bock habt, mich zu begleiten auf meiner Reise zum Milliardär, wenn ihr auch erfolgreich werden wollt, wenn ihr vielleicht mit mir gemeinsam den Weg gehen wollt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und wir zusammen erfolgreich werden können. In dem Sinne, macht's gut, Leute, bis zum nächsten Video. Ciao.